winner of the fight by way of triangle choke submission after 4 minutes and 46 seconds of the second round, and new NFC featherweight champion, Max Kogan. Max, was für ein Moment, was für ein Moment. Als du damals diesen Titel verloren hast, war das sicherlich einer der bittersten Momente in deiner Karriere. Wie fühlt sich dieser Moment jetzt an, bei dieser Crowd, bei diesem Publikum, bei dieser Atmosphäre, den Gürtel ein zweites Mal zu gewinnen? Leute, Champion again! Es ist für die meisten wahrscheinlich einfach nur ein geiler Abend, aber es ist für mich ein ganz, ganz besonderer Abend. Noch nie zuvor hatte ich eine so schwere Vorbereitung, geplagt von Verletzungen. Es war wirklich sehr, sehr schwierig. Aber ich will an dieser Stelle einfach nur Danke sagen, weil dieser Gürtel hätte keinerlei Bedeutung ohne Nils. Danke. Ohne Coach, ohne Daniel, ohne mein Team. Ohne euch da draußen. All das hat nur Bedeutung durch euch. Ihr habt mich dazu motiviert. Dieser Gürtel ist für euch. Ich liebe euch. Max, ich habe viele Kämpfe von dir gesehen, viele davon auch live kommentiert. Ich würde sagen, das hier war heute eine deiner absoluten Meisterleistungen. Ich wurde im Vorfeld zu diesem Kampf sehr, sehr oft gefragt von vielen Leuten, ey, was glaubst du, wer gewinnt das Ding? Ich hätte keine Ahnung gehabt, wen ich tippen soll. Ich dachte, das wird eine super enge Kiste. Am Ende hast du es ja fast schon easy aussehen lassen. Und insbesondere, wenn man bedenkt, dass diese Vorbereitung so lief, wie du es gerade beschrieben hast, was für eine Performance. Hast du erwartet, dass es so läuft, wie es gelaufen ist? Ich habe ein Versprechen abgegeben an meine Leute. Ich habe gesagt, ich hole diesen Titel zurück und ich stehe zu meinem Wort. Egal wie, dieser Gürtel ist auf meiner Schulter. Um nichts anderes ging es heute. Es wurde im Vorfeld viel darüber spekuliert, angeheizt auch von deinen eigenen Aussagen, wie lange du noch weitermachst, ob das vielleicht sogar der letzte Kampf wird im Fall von einer Niederlage, vielleicht sogar im Fall von einem Sieg. Deswegen die Frage, wirst du diesen Titel verteidigen? Ich kümmere mich jetzt als allererstes um mich und das in Kommunikation mit meinem Team und meiner Familie. Des Weiteren habe ich sehr gute Ideen, was ich mit dem NFC-Bonus machen kann, um den Sport weiterzubringen. Aber abseits davon will ich noch mal was sagen. Miki, komm mal bitte. Bitte einen Applaus für meinen kleinen Bruder. Seit Tag an sei meiner Seite. Ich liebe dich. Zu Zeiten von Naturkatastrophen, zu Zeiten von Krieg, Menschen leiden, Menschen sind alleine, will ich euch da draußen an die Worte von Genki Sudo erinnern. We are all one. Auf dass wir das alle nicht vergessen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch allen. Es war eine Hammernacht für uns. Danke an mein Team und vielen, vielen Dank an euch alle da draußen, die mir den Mut machen, immer und immer weiter zu kämpfen. Ich liebe euch. Schönen Abend. Großen Applaus für den neuen NFC Federgewichtschampion Max Kogan. Also, was war das für ein Abend, Andreas Kraniotakis? Debüt hier in der Westfalenhalle, ich würde sagen, Debüt nach Maß. Einige Kracher dabei und ein Main Event, der dem Ganzen die Krone aufgesetzt hat.
Na, die besten Kämpfe sind ja die, wo man vorher eigentlich nicht weiß, auf wen man sein Geld setzen würde und die dann doch so spektakulär werden wie das, was wir heute gesehen haben. Also hätte man sich kaum besser wünschen können. Und ich würde mal sagen, von der Performance bis zu dem Statement, das jetzt hinten rausgekommen ist, mehr Champion kann man nicht sein, oder? Ja, absolut. Max Kruger hat großen Anteil daran, dass diese Veranstaltungsreihe dort ist, wo sie heute ist. Es war keineswegs klar, dass er diesen Titel heute hier gewinnen wird, denn Mert Özyıldırım war ein würdiger Champion, ein absolutes Riesentalent und ein Trainingsfanatiker, und den hat er hier heute dominant geschlagen.